Was hier brutzelt, sind Sojabohnen aus Franken. Der Sojatoaster von Landwirt Werner Bernreuther macht das Eiweiß für Tiere verdaulich. 10 Minuten lang werden die Bohnen erhitzt. Das Öl verkauft Bernreuther extra. Das Sojagranulat landet unten in einem Lagerraum. Der geht jetzt zu einem Schweinemester. Und ja, der wird dann seine Schweine verfüttern. Braucht er keinen Soja importieren. Er hat regionale, genfreie, beste Ware, die gepresst ist und nicht extrahiert. Das heißt, nicht mit Waschbenzin ist da nichts kein Öl ausgewaschen, sondern das ist das Natürlichste, was es gibt. Haben die besten Aminosäuren drin. Und also kein besseres Futter kann er eigentlich nicht mehr haben für seine Tiere. Doch Werner Bernreuther befürchtet noch mehr Bürokratie. Weil Regenwald geschützt werden soll, braucht auch er künftig ein neues Zertifikat für sein Soja. Als entwaldungsfreies Produkt. Seit dem 16. Jahrhundert schon bewirtschaftet seine Familie die Äcker hier in einem Dorf bei Thalmessing. Schon lange wurde hier kein Baum mehr gefällt, um einem Ackerplatz zu machen. Meine Hoffnung ist immer, dass solch eine Verordnung nicht greift bei uns. So eine Verordnung kann nur greifen in Brasilien, in Indonesien, wo man wirklich Regenwald abholzt. Aber die kann doch nicht greifen bei uns in Deutschland oder Europa, wo wir Wald aufbauen und Jahrhunderte schon kein Wald mehr gerodet haben. Besuch im Maschinenraum. Bundestagsabgeordnete und der Bauernverband schauen sich Werner Bernreuthers Sojatoaster an. Bernreuther hofft, dass sie sich für eine Ausnahme einsetzen. Der Bauernverband will, dass Länder in Risikoklassen eingeteilt werden. Deutschland ist kein Risikogebiet für Entwaldung. Dort muss man den Bauern die Freiheit geben, ohne zusätzliche Kosten aus der Entwaldung Soja zu produzieren auf den Flächen, auf denen sie schon lang Ackerbau und Viehzucht betreiben. Und dann, glaube ich, sind wir auf dem richtigen Weg. 600 Tonnen Soja werden jedes Jahr bei Bernreuther angeliefert, geerntet von Äckern aus der Region. Die neuen Sorten wachsen auch in Bayern gut. Und was hier wächst, muss nicht extra importiert werden.